Hallo zum WM-Spezial von 7 Meter. Am Mittwoch geht es los, die Handball-WM in Frankreich startet. Die meisten unserer Bad Boys spielen in der DKB-Handball-Bundesliga, aber auch andere Nationen sind gespickt mit Stars aus der stärksten Liga der Welt. Wir zeigen euch, welche Nationen auf Spieler unserer Eliteklasse zurückgreifen. Beim Titelverteidiger Frankreich hofft Quentin Mahé auf den Triumph im eigenen Land. In der DKB-Handball-Bundesliga präsentierte sich der Spielmacher der SG Flensburg-Handewitt in Topform und kommt mit einer Menge Selbstbewusstsein zur WM. Topfavorit und Olympiasieger Dänemark ist gespickt mit Bundesliga-Stars und würde mit diesen sogar eine komplette erste Sieben stellen können. Niklas Landin vom THW Kiel soll im Wechsel mit Magdeburgs Yannick Green das Tor vernageln. Die Brüder René und Henrik Toft-Hansen bilden gemeinsam das Abwehrzentrum. Im Rückraum haben Rhein-Neckar-Löwe Mats Mensah-Larsen, Hannovers Morten Olsen und Michael Damgaard vom SC Magdeburg jede Menge Feuerkraft. Auf Rechtsaußen ist zudem Lasse Swan von der SG Flensburg-Handewitt brandgefährlich. Weitere Kandidaten sind Kasper Mortensen, Hans Lindberg und Kevin Möller. Nicht zu unterschätzen, das Team aus Schweden. In der Nationalmannschaft wie auch bei den Rhein-Neckar-Löwen heißt das Torwartduo Michael Appelgren und Andreas Palika. Der wurfgewaltige Kieler Youngster Lukas Nilsson sowie die treffsicheren Flensburger Johan Jakobsson und Jim Gottfriedsson stehen ebenfalls im Kader. Dazu kommen Kiels Niklas Ekberg und Berlins Matthias Zachisson auf der Rechtsaußenposition. Bundesliga-Erfahrung finden wir auch bei Kroatien. Der Topstar im Team Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel. Um ihn tummeln sich weitere bekannte Spieler. Besonders die Kreisläufer Krešimir Kozina und Selko Musa trumpfen zurzeit bei ihren Vereinen Berlin und Magdeburg auf. Mit Abwehrboss Jakov Gojun ist ein weiterer Füchse-Spieler im kroatischen Aufgebot. Mögliche Geheimfavoriten kommen aus dem Norden Europas. Viel Erfahrung bringt Gudjon Valur Sigurdsson von den Rhein-Neckar-Löwen in das isländische Team mit ein. Zur Seite stehen ihm Torhüter Björgvin Pál Gustafsson und rechtsaußen Arnór Pór Gunnarsson vom Bergischen HC. Weitere Kandidaten sind Bjarki Elísson, Bjarki Gunnarsson und Aron Edvardsson. Mit Norwegen wollen Joachim Hückeryd von der TSV Hannover-Burgdorf und Christian O'Sullivan vom SC Magdeburg für eine Überraschung sorgen. Mögliche weitere Kandidaten sind Christian Björnsen, Kent Robin Tönnesen und Magnus Güllerud. Viele weitere Nationen haben ebenfalls Bundesliga-Stars in ihren Reihen. Vize-Europameister Spanien setzt auf die Dienste von Gedeon Guardiola. Der Kreisläufer der Rhein-Neckar-Löwen ist vor allem als Abwehrspezialist eingeplant. Bei Mazedonien stehen Löwe Dejan Manaskov und Wetzlars Filip Mirkulovski im Kader. Marko Beziak vom SC Magdeburg zieht bei Slowenien die Fäden im Rückraum. Und für Russland geht Azad Valiulin auf Torejagd. Eine bunte Mischung aus Ligaspielern also bei der WM und sehen könnt ihr diese im Livestream der DKB. Am Mittwoch das WM-Eröffnungsspiel Frankreich gegen Brasilien ab 20.45 Uhr und am Freitag dann das erste Spiel der Bad Boys gegen Ungarn ab 17.45 Uhr auf handball.dkb.de.